Wer malt das dann da eigentlich? Dann malt das Leben sich selbst? Dann hat das Leben eine Außensicht von sich mit Innensicht? Du kannst dieses Rätsel nicht mit den Werkzeugen des Denkens lösen. Alles, was ich gesagt habe, ist falsch. Weil egal, was ich sage, es falsch ist. Richtig wäre es nur, wenn ich alles, wie es sein könnte, sagen könnte. Und das geht nur, indem ich nichts sage. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns jetzt einen weiteren Teil vom 100% Real Talk Talk mit Kayvan Sufisyavash rein. Einer der geilsten Interviews, die wir uns bis jetzt hier reingezogen haben. Und auch, ich gehe so weit zu sagen, dass es einer der geilsten Talks ist, die seit langem im deutschsprachigen Raum geführt wurden. Deswegen gehen wir da jetzt rein und gucken weiter. Weil es hört einfach nicht auf. Also es war nicht so gewesen bis jetzt, dass ich sage, okay, ist nicht mehr spannend, können wir skippen, sondern es war die ganze Zeit interessant und spannend. Und deswegen schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Der Mensch glaubt es, er macht Erfahrungen, aber die Erfahrungen machen ihn. Das heißt, du weißt nicht, was Mensch ist. Das weißt du gar nicht. Was ist das für eine Lebensform? Was ist das eigentlich? Und du machst die Erfahrung. Und wenn du es so siehst, dass das alles Erfahrungen sind und dass du das als ein Spiel betrachten kannst, was irgendwann endet und das so perfekt ist, dass du das alles für echt hältst, dann verlieren die Dinge auch ihren Schrecken. Aber wir verlieren auch mit Erfahrung auch oft Hoffnung oder Positivität und stumpfen. Da sind wir jetzt quasi. Da haben wir aufgehört. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Zu viel Erfahrungen sind auch nicht gut. Aber du glaubst nicht an dieses ganze weltliche Geflecht, kann es sein? Du bist so eher der Anhänger von diesem Spirituellen und dass du sagst, das ist so eine virtuelle Erfahrungsfläche. Der Ken hat einfach den Zugang zu dem Außerweltlichen gefunden. Der hat den Zugang zu der Welt gefunden, die man nicht sehen und anfassen kann. So. Und das ist ein sehr krasser Schritt. So. Finde ich. Also ich fühle das komplett. Ja, oder? Ja, also ich denke mal, ich habe es schon gesagt, hier in diesem Laptop, also wir haben hier drin die Hardware und wir haben die Software, aber die Intelligenz befindet sich außerhalb des Laptops. Hm. Und so ist der Mensch. Er hat diesen Körper und diesen Intellekt, aber die Intelligenz, also das eigentliche ist außerhalb. Der Laptop wird das nicht, versteht, der kann sich das nicht vorstellen, der Laptop, während er an ist, dass es natürlich da jemanden gibt, der ihn benutzt. Klar. Du glaubst, was du bist. Shit. Da ist jemand, der uns benutzt, meine lieben Freunde. Wir werden... God. Wenn du das Richtige tust. Ist etwas außen, die Cloud, die benutzt uns, die spielt die Version Belasch. Das hier ist eine Simulation quasi in deiner Welt. Genau. Das alles, was jetzt materiell ist und so weiter, ist eigentlich gar nicht materiell. Das ist einfach nur, was wir uns in unserem Geist zusammendenken. Ich glaube, und da bin ich mir mit... Boah, Digga, das ist richtig kopfig, ja. Simulation würde ich jetzt nicht sagen so. Ich glaube schon, dass es die Realität ist. In Anführungszeichen. Sagen wir so, ich drücke so, es ist ein Teil der Realität. Es gibt eine Realität, die du sehen und anfassen kannst, aber es gibt auch Realität, die du nicht sehen und anfassen kannst, so. Weißt du? Und ich glaube auch, dass wir am Ende des Tages eine menschliche Erfahrung hier machen. Aber wer ist denn derjenige, der diese Erfahrung macht, weißt du? Meiner Meinung nach ist es ein Teil von Gott. Meiner Meinung nach sind wir alle im Kern, haben wir Gott in uns. Genauso wie alle Tiere und die Natur. Und Gott lebt durch uns und wenn wir es richtig machen, kommen wir irgendwann an den Punkt in unserem Leben, wo wir sagen, ey, ich versuche eigentlich so leer wie möglich zu sein, dass Gott so viel wie möglich durch mich durchwirken kann. Das ist eigentlich so das Ziel, dich von deinem Ego und von deinem Selbstbild, also das Ich-Ding zu trennen und zu sagen, ich lass Gott durch mich wirken, weißt du? Das ist eigentlich die ultimative, meiner Meinung nach, die ultimative Erfüllung und ich glaube auch, dass Menschen schon geschafft haben. Und ich glaube zum Beispiel, Jesus zum Beispiel war auch einer von diesen Leuten. Oder Buddha. Aber bei Jesus ist es extrem. Bei Jesus ist es krass, weil die sagen ja sogar im Christentum, Jesus war Gott. Und ich habe da eine Theorie zu. Und ich glaube nicht, dass Jesus... Ich glaube nicht, dass Also ich glaube, dass Jesus sich von seinem Ego und von seinem Selbst so krass frei gemacht hat, dass fast nur noch Gott durch ihn durchgeflossen ist, so. Und dass er deswegen, haben Leute gesagt, dass er Gott ist, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist meine Theorie. Aber dazu will ich nochmal ausführlich nochmal ein Video machen oder dazu will ich nochmal ausführlich drüber reden, so.
Und ich glaube, es geht darum, sich mit diesen ganzen Sachen nicht zu krass zu identifizieren, sich frei zu machen, so weit wie möglich. Alle krassen Leute erzählen davon. Be water, my friends. Bruce Lee. Weißt du, wie ich meine? Empty your mind. Warum? Damit Gott durch dich durchfließen kann. Und du aufhörst, dich damit zu identifizieren, was du für Erfahrungen gemacht hast oder was für ein Mensch du bist. So. Und ich glaube, das ist die höchste Experience, die du machen kannst hier auf der Erde. Weißt du? Das ist das Ziel auch, glaube ich. Mit Dürr einig hier, das Max-Planck-Institut. Was ist denn Materie? Am Ende ist alles, was wir sehen, Beziehung. Mhm. Es ist, warum? Das Weltall, das alles, was du siehst, ist in Beziehung. Was das am Ende wirklich ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Liebe ist. Ich weiß das nicht. Es kann dir niemand beantworten. Okay. Einer schreibt gerade, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist deine Religion, die hat dir das so beigebracht. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass du so denkst oder glaubst, ne? Ich denke und glaube halt anders, weißt du? Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann sind wir alle Gottes Söhne. Und wir sind doch alle Gottes Kinder eigentlich. Weil Gott ist in uns allen. Gott ist alles. Du kannst Gott nicht trennen von irgendwas. Es geht nicht. Gott ist vollkommen. Allwissend. Gott ist das, was uns alle zusammenbringt. Gott ist das, was in uns allen wirkt. Gott ist die Basis, Bro. Für alles. Also wie kann es sein, dass einer Gott in sich hat und der andere nicht? Das geht nicht, Bro. Es geht nicht. Meiner Meinung nach hat ein Jesus und andere Menschen, die prophetisch unterwegs waren, einfach geschafft, diesen Zugang zu maximieren. So. Zu maximieren, auf ein krasses Level zu bringen, sodass Gott mies durch diese Menschen gewirkt hat. So. Dass andere Menschen, wenn die nur gesehen haben, gefühlt haben, ach du Scheiße. Und das passiert, wenn du dich frei machst und wenn du Gott dich übernehmen lässt. Das Leben ist eine Metapher, die mit dem, in dem Zustand, in dem sich... Hast du Liebe oder Leben gesagt gerade? Liebe und Leben ist dasselbe. Hey, man, I want you to show me. Nein, ja. Boogie in den Alter, und los. Echt? Ja. Sicher? Der Punkt ist, der Tod klärt alles. Der Tod klärt. Das ist halt. Okay, man ist voll drin, ja, fühle ich, Alter. Der Tod klärt alles. Und das sind so T-Shirt-Sprüche, und der, ja? Tod ist insofern gerecht, dass du nicht, du warst so gut im Leben oder warst so schlecht, dann bekommst du, sondern du wirst sterben und dann ist nichts, es spielt kein, du kannst auch, ein Pharao gewesen sein. Feierabend. So, und ich glaube, das ist wie, wenn man in einen Film geht, der war so authentisch, dass man mittendrin geschrien hat und so. Was ist das, dieses Bewusstsein, in dem wir uns befinden, was wir als menschliches Bewusstsein sind, ist eine Möglichkeit, bewusst zu sein. Es gibt ja auch andere Bewusstseinsebenen. Tiere haben ja auch ein Bewusstsein, Pflanzen haben ein Bewusstsein. Wir reden ja immer von belebter und unbelebter Natur, aber wo kommt das Leben her? Das sind alle Gott. Zusprechungen und Interpretationen, die der Mensch diesen Dingen gibt. Die Dinge haben sie nicht bestätigt. Wild. So, das heißt, wenn wir eine wirkliche Antwort auf das bekommen wollen, weil ja Gott uns nicht anruft, wenn wir eine wirkliche Antwort haben wollen, die vielleicht der Wahrheit am nächsten kommt, dann geht das nicht durch Denken. Und ich glaube auch, Facts. Woran ich ja dran arbeite, ist, für mich persönlich, ich möchte, dass die Fragen alle verschwinden. Wow. Es ist nur noch eine Frage gibt, die nicht mehr da ist, und dann muss ich auch nicht auf eine Antwort warten. Aber gibt Vertrauen, Faith. Wissen ohne Denken? Gibt es Wissen ohne Denken? Ja. Die ultimative Wahrheit kann man nicht denken, glaube ich. Geht nicht. Es gibt Wissen ohne Denken, hundertprozentig. Auf jeden Fall. Dann bist du Morpheus. Es gibt... Dann bist du Morpheus. Denk. Geil. Es ist immer nur, dass man sich aus dem, was möglich ist, aus dem, was gedacht werden kann, etwas herausnimmt und fokussiert. Der Mensch fokussiert ja immer alles und setzt das, was er dann hat, in Beziehung zum Rest. Das siehst du bei den Höhlenmalern. Die malen etwas und siehst, okay, die malen etwas, was nicht sie sind,
Aber sie wissen natürlich, dass sie das nicht sind, was sie da malen. Also sie malen da Tiere und sie wissen, dass sie nicht die Tiere sind. Kann das das Restleben auch? Und die Frage ist, diese Trennung, die dort als Metapher ja im Bild erscheint, gibt es die eigentlich? Und wer malt, wenn es sie nicht gibt, wer malt das dann da eigentlich? Dann malt das Leben sich selbst? Dann hat das Leben eine Außensicht von sich mit Innensicht? Das ist jetzt zu. Ja, Bruder! Das ist das. Nein, da sind wir genau da, Bruder. Da sind wir da, wo ich hin will. Roman leistet. Der Roman, im Roman, in der Romanfigur, kannst du dich mit der Figur identifizieren und bist gleichzeitig von außen Beobachter. Du bist beides. Das geht. Was ist die Metapher Mensch? Warum gibt es den Menschen? Warum hat die Natur sich den Menschen ausgedacht? Boah, Digga, Kayvon ist richtig drin, ja. Der war früher nicht so, ne? Ich frag mich, wie der so tief da reingekommen ist, so schnell. Seit Corona hat er diese Reise angefangen, glaube ich. Seitdem er gemerkt hat, dass im Außen alles zusammenbricht, quasi. Der eine Cousin hier, Song Wukong, hat letztens gesagt, der hat safe Pilze genommen oder LSD oder so. Muss nicht sein, Digga. Ich glaube, dem sein Gehirn, und der ist intellektuell so krass fähig, wenn er sich mit Sachen auseinandersetzt und da richtig tief reingeht, hat er schnell ein Verständnis dafür. Und wer sucht, der findet. Der das Gefühl hat, außerhalb der Natur die Natur zu beurteilen, zu verändern, mit ihr umzugehen, sie als Werkzeug zu nehmen. Also was ist die Metapher Mensch? Bist du eher der Anhänger der Theorie, oder wir nennen was nicht Theorie, bist du eher der Anhänger des Konzepts, dass die Natur den Menschen erschaffen hat, also dass es etwas ist, was einfach so entstanden ist, oder wurden wir kreiert? Chat, einfach so entstanden eins, kreiert zwei. Hab mitgemacht, Vichu. Warte, Frage. Der Mensch, der, selbst wenn es Außerirdische geben sollte, von denen ich glaube, das gibt diese Außerirdische. Interessant, dass du über Außerirdische und nicht über Gott redest. Kann ja dasselbe sein. Nein. Aber egal. Ach du Scheiße. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Okay. Alles, was ist, ist und hat miteinander zu tun. Und selbst Außerirdische wären ja ein Teil des Kosmoses. Ja, Außerirdische werden ja auch, also wenn du von Außerirdischen redest, dann sind die auch, also wenn du daran glaubst, dass kreiert wurde, dann sind die ja auch kreiert worden. Also haben die ja auch mit Gott zu tun im Endeffekt, so weißt du. Und die Frage ist, vielleicht sind wir sogar Außerirdische. Natürlich, so nichts anderes. Und wir können uns nicht vorstellen, was außerhalb des Kosmoses, gab es etwas davor. Wir können uns diese Dinge nicht vorstellen. Aber ich glaube, vorstellen ist halt immer falsch. Sag mal jetzt, der hat die Frage nicht beantwortet, ne? Mit was er denkt, ob wir kreiert sind oder ob wir, also ob wir erschaffen wurden oder ob wir durch die Natur entstanden sind quasi. Denken ist halt immer falsch und du kannst dieses Rätsel nicht mit den Werkzeugen des Denkens lösen, weil ich meine, ich mag durch Dialektik, ich mag die Philosophie, ich mag auch die Wissenschaft, ich mag aber auch das Spirituelle und wir glauben immer. Und das ist ja auch genau das Richtige, was du magst, Bro. Das muss nämlich alles zusammenkommen. Das wäre ein Unterschied, aber die Dinge haben miteinander zu tun. Das ist wie ein Atom. Ein Atom besteht ja zu großen Teil aus nichts, das meiste ist nichts. Wenn das mal endlich richtig zusammenkommen würde, Spiritualität und Wissenschaft, ne, dann wären noch viel mehr Dinge möglich. Und ich glaube, es ist auch schon zusammengekommen, aber es wird uns halt einfach nicht präsentiert so. Weil dann auch realisiert wurde, wie mächtig das eigentlich ist, und diese Macht wollen sie uns nicht geben. Also diese ganzen Eliten und so, die sind ja auch sehr spirituell und haben spirituelle Praktiken, nutzen das halt aber für um uns zu kontrollieren und Macht über uns zu erlangen und halten natürlich auch dieses Wissen von uns fern, weil die wissen ja, wie mächtig man werden kann als Mensch, wenn man sich selbst verstanden hat und so. Und das wollen die natürlich nicht. Deswegen geben die uns TikTok und Handys und Ablenkungen, damit wir ja nicht realisieren, was für eine Power wir eigentlich haben als Menschen. Aber dieses Nichts ist nicht nichts. Wenn wir in den Kosmos gucken, dann sehen wir die Sterne und sagen, ja, da die Sterne. Aber das Dunkle, das ist ja nichts, das stimmt nicht. Stimmt nicht, ja. Wir können das nicht, für uns ist das meiste, das Schwarze ist das meiste und wir sagen, da ist nichts. Dieses Nichts ist eben mehr als nichts. Aber so. Bist du offen? Nein, es gibt diesen tollen Spruch, Gott hat die Welt aus dem Nichts, geschaffen und das Nichts schmeckt man durch. Das ist ein super Spruch. Das Nichts schmeckt man, okay, das kann ich mir jetzt gerade, weiß ich gerade nicht, was damit alles, gemeint sein soll. Alles, was ist, war auch ein krasser Spruch. Ja, aber wo
Boogie, bester Mann. Was mich mal interessieren würde, ist, wärst du jemand, der überrascht wäre, wenn alle Konzepte, die du jetzt gerade philosophisch und spirituell gerade für dich selbst beanspruchst oder versuchst, an die Wahrheit ranzukommen, wenn es einfach alles anders wäre? Was wäre dann? Alles, was ich gesagt habe, ist falsch. Dankeschön, Bro. Genau so. Okay, warum sagst du es dann? Weil egal, was ich sage, es falsch ist. Richtig wäre es nur, wenn ich alles, wie es sein könnte, sagen könnte. Und das geht nur, indem ich nichts sage. Bruder, mit diesem Satz beende ich meine Karriere, meine lieben Freunde. Es macht einfach keinen Sinn. Ich schwöre. Bro. Digga, ich hab Gänsehaut. Das kommt jetzt gerade hoch, durch den ganzen Körper. Bruchst oder versuchst an die Wahrheit ranzukommen, wenn es einfach alles anders wäre. Was wäre dann? Alles, was ich gesagt habe, ist falsch. Okay, warum sagst du es dann? Weil egal, was ich sage, es falsch ist. Richtig wäre es nur, wenn ich alles, wie es sein könnte, sagen könnte. Und das geht nur, indem ich nichts sage. Wuhu! Das erwarte nicht. Der hat es verstanden, Digga. Die Leute schreiben im Chat, Boogie checkt nichts mehr und so. Der hat es gefühlt, Bruder. Der hat es nicht verstanden, der hat es gefühlt. Wenn du nichts sagst, ist alles gesagt. Jeder Gedanke ist ausgesprochen, wenn ich nichts sage. Krass, krass. Ich kann... Boogie checkt's einfach. Ich schwöre dir, der checkt's, Bruder. Der Boogie checkt's, Bruder. Der ist eine krasse Seele. Der versteht es gerade. Meine Zeit reicht nicht, um jeden Gedanken. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Die ganzen Kopfmenschen, Digga, denken sich gerade, was? Wie kann ich das jetzt erklären? Wie kann ich das jetzt beschreiben? Wie soll ich das jetzt. Bruder, das ist doch die Quintessenz, Bruder. Das ist doch das, was wir die ganze Zeit, was er eigentlich die ganze Zeit auch schon gesagt hat, so. Wir können es nicht erklären, wir können es nicht sagen, wir können es nicht verstehen. Die Wahrheit ist still. Die Wahrheit kannst du nicht reden, denken oder zeigen oder so. Geht nicht. Und ich sage dir, diese Leute, wie ich das vorhin beschrieben habe, wie Jesus zum Beispiel, die sich aufgemacht haben und wo Gott durch die gewirkt hat, ne? Die frei waren von diesem ganzen Ego-Shit und wo einfach nur noch göttliche Energie durch die durchgeflossen ist, so. Die haben Menschen angeguckt und das reicht. Menschen sind in Tränen ausgebrochen, wurden geheilt, was auch immer. Nur weil die diesen Menschen gesehen haben, Bruder. Der hat nicht geredet. Auszusprechen. Ja, wenn ich ihn nicht ausspreche, ist er trotzdem da. Ich akzeptiere ihn wie nicht. Ich kann ihn nicht aussprechen. Eine Reise, das Erlebnis einer Reise kannst du auf jeder Strecke machen. Ich glaube das. Also, wenn du eine Reise unternimmst und das Gefühl, was sich einstellt, wenn du eine Reise unternimmst, wenn du mehrere Wochen unterwegs hast, hast du ja vielleicht schon mal gemacht, dieses Gefühl kannst du in jedem Fahrzeug machen. Es ist nur eine Metapher für die Reise. Okay, der Weg ist das Ziel. Ja, aber ja. Um was geht es in diesem Weg? Und ich glaube einfach, in dem Moment, wo du kannst niemanden beleidigen, indem du nichts sagst. Du kannst auch dich selbst nicht beleidigen, indem du nichts sagst. Das weiß ich ungefähr, wo du hin willst. Okay. Die Natur spricht mit dir, wenn du in den Wald gehst. So ist es. Du siehst es doch. Wir sehen das jeden Tag, Digga. Haha, dann erklär mal, Leon. Es geht nicht. Du kannst es nicht erklären. Du siehst das jeden Tag. Du spürst das jeden Tag. Geh einfach in die Natur. Guck ein Tier an. Die reden doch nicht mit dir. Aber die reden mit dir. Die zeigen dir die Wahrheit. Ohne irgendwas zu sagen. Ohne irgendwas zu sagen. Das Meer. Die sagen nichts. Natur gehst, rausgehst, in die Wüste gehst, haben Leute sich ja dem ausgesetzt. Warum sind sie anders zurück? Weil da nichts war. Nichts ist eben nicht das, was wir denken. Nichts ist eine Menge. Nichts ist übrigens das meiste. Okay, also das ist für. Ist auch krass, Digga. Wie viele Leute verstehen das gerade? Wie viele Leute. Es gibt nicht viele gerade im Chat, die das verstehen. Sonja versteht's. Marc versteht's.
Leute da draußen langsam sehr ungreifbar, das weiß ich jetzt schon mal. Aber trotzdem, ich würde mal gerne mal trotzdem mal kurz zur Essenz der Frage wieder zurückgehen. Wenn jetzt irgendwie, aus irgendeinem Grund, erscheint irgendwas vom Himmel hier, ja, total unrealistisch, Science Fiction, scheißegal. Und es erzählt dir, pass auf, Kevan, diese Erde ist nur 6000 Jahre alt, diese ganzen Lichter, die du da oben siehst, ist nur zur Belustigung für euch und die Erde ist flach. Mhm. Wärst du ein Mensch, der dann aufgelöst wäre, oder würdest du sagen, ich bin mit jeder Möglichkeit eigentlich cool? So. Das, was ich sage, bedeutet, alles, was denkbar ist, ist möglich. Das ist es, genau, okay. Das heißt, du darfst. Aber du weißt schon, dass viele Leute diesen Mindset nicht haben. Alle. Also die meisten auf jeden Fall. Das ist ja das Ding. Ich habe mir gestern so ein Video reingezogen, auch von jemandem, der auch auf dieser Wave unterwegs ist, sage ich jetzt einfach mal so, und gesagt hat, dass halt es gibt 0,00000000001% von Menschen, die das verstanden haben. So. Und wenn diese Menschen reden, werden 99,99999999% der Menschen das nicht verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, also es ist eigentlich wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Sachen verstehen und trotzdem noch einen Zugang zu den Menschen haben, die das nicht verstehen, weißt du? Und versuchen, diese Menschen zu holen, zu Gott zu holen, sag ich mal, weißt du? Und ich glaube, diese Menschen gibt's auch und gab's auch schon immer. Das Wichtige ist halt, dass du mit dir selbst im Reinen bist, dass du nicht zu viel Ego hast, dass du mit anderen Leuten reden kannst, auch wenn die eine andere Meinung haben, dass du in der Liebe unterwegs bist, so. Und das ist halt wichtig, finde ich. Und deswegen ist es auch wichtig, auf jedem Level bei der Entwicklung dahin mit Menschen zu reden, weil ich glaube, umso mehr Menschen kannst du dann auch abholen und mitnehmen. So. Ja. Wild. Die Leute würden es aus den Socken pfeifen teilweise. Sie haben ihn vergessen. Diesen Mindstate. Ja. Das kann sein. Aber was heißt vergessen? Vielleicht haben sie es nie gehabt. Man hat uns beigebracht, was richtig ist, was falsch ist und was wir lieber nicht sagen, weil sonst wir Idioten. Weißt du, alles, was denkbar ist, ist auch möglich. Denn es wird durch das Denken geschaffen. Hm. Ich hatte mal eine Diskussion zum Beispiel mit einem Kumpel von mir, der ist Physiker. Und da ging es um Zeitreisen. Ja, klar, alles entsteht im Gedanken. Alles. Alles. Alles, was wir sehen und anfassen können, wurde vorher gedacht. Das ist ja auch so ein Experiment, so ein Gedankenexperiment, wo man da ganz schnell eigentlich auf den Trichter kommen müsste, dass auch diese Welt vorher gedacht worden sein muss. Von wem? Also. Das ist dann die Frage, weißt du? Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es eine Art Schöpferenergie, irgendwas gibt, was geschaffen hat, kreiert hat. Sonst würde es nicht da sein. Weil wir sind ja auch kleine Schöpfer, indem wir, keine Ahnung, daran denken, Alter, ich will eine Plastikflasche machen oder eine Glasflasche, die diese Form hat und die so aussieht und so. Und das denkst du ja vorher, dann rechnest du das aus, dann holst du Materialien, dann baust du das zusammen. Wurde ja erschaffen von uns. So. Deswegen glaube ich auch, dass wir erschaffen wurden. Erster Meinung, dass das Konzept an und für sich einfach absolut unmöglich ist. Es gibt Sachen in der Physik, die sind halt nicht diskutabel. Und Zeitreise würde aufgrund von dies, das und jenem einfach nicht gehen. Da kannst du jetzt glauben, was du willst oder wie auch immer. Es ist keine Frage des Glaubens. Es gibt Sachen, die sind halt so. Und da kannst du nichts gegen sagen und da kannst du auch nichts gegen machen. Zeitreisen geht nicht. Doch. Ja. Jetzt war eine Perspektive auf die ganze Sache, okay. Er sagt einfach doch und das Interview geht weiter. Frage des Glaubens. Es gibt Sachen, die sind halt so. Und da kannst du nichts gegen sagen und da kannst du auch nichts gegen machen. Zeitreisen geht nicht. Doch. Jetzt war meine Perspektive auf die ganze Sache. Er redet einfach weiter. Bro. Sache, okay. Laut dein überhaupt nicht aus dem Konzept gebracht oder so. Der sagt einfach doch. Belasch redet einfach weiter. Analyse, wie dieses Universum oder dieser Planet funktioniert, geht das nicht. Das könnte ich vielleicht akzeptieren. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Weil ich meine letztendlich die Gesetze der Physik und wie auch immer. Ja, wenn wir jetzt ein Spiel haben, wir haben jetzt GTA 6, das kommt jetzt bald raus, ja, auf der PlayStation. Da hast du gewisse Möglichkeiten mit deinem Charakter, dieses zu tun, jenes zu tun, aber irgendwo gibt es Grenzen. Du kannst einige Sachen nicht. Bei GTA 5 kannst du nicht an der Fassade klettern. Konntest du bei Teil 4, haben sie weggemacht. Egal. Du musst dich okay. Im Rahmen gute Info. Des Konzeptes bewegen. So, im Rahmen unseres Konzeptes, laut deiner Analyse, was Physik und Mathematik angeht, ist es vielleicht nicht möglich. Aber das ist ja nur im Rahmen deines Konzepts. Das heißt, ich persönlich, ich kann die Regeln bei GTA nicht ändern. Aber ich spiele GTA, es ist nur ein Spiel. Vielleicht gibt es mehr als GTA.
Vielleicht ändert sich dann komplett alles einfach und alles ist auf einmal möglich, was andere Leute als unmöglich empfinden. Ist das ausgeschlossen? Für manche Leute ist das ausgeschlossen. Deswegen habe ich dich gefragt. Deine Antwort hat mir gezeigt, für dich ist das nicht ausgeschlossen. Ich will mal mit Karl Valentin antworten. Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Ja. Weißt du, woran mich das auch erinnert? Ja, weil das erinnert mich auch an Sachen, die du vorher erzählt hast. Ich glaube, du bist ein Anhänger des, Konzeptes der Akasha-Chronik. Des allgemein universellen Informationsfeldes, an dem... Was heißt Anhänger, Bro? Das hat eigentlich nichts mit Anhänger zu tun. Also das ist ja, es gibt ja... Auch die Wissenschaft ist sich ja quasi einig eigentlich, dass es sowas gibt. Manche sagen halt andere Wörter dazu. Kollektives Unbewusste, Akasha-Chronik, morphogenetisches Feld. Gibt es verschiedene Begriffe für. Aber es ist eigentlich klar, dass sowas existiert. Jeder Mensch eigentlich gekoppelt ist, aber den Zugang nicht findet. Genau. Der eine mehr der. Belasch bleibt beim Jetzt stehen. Alles andere bisher noch nicht erkannt und umgesetzt. Geht nicht. Quatsch mit Soße. Nein, ich glaube, ihr versteht Belasch nicht richtig, Digga. Wenn du dem jetzt gerade richtig zugehört hast, dann hat er eigentlich gesagt, dass es möglich ist und dass es eigentlich daran liegt, wie offen du bist und wie viel du zulässt in deinem Mind für verschiedene Optionen, die vielleicht jetzt gerade von der Wissenschaft verneint werden, aber trotzdem sagt er ja, dass es eventuell möglich ist. Das wollte er eigentlich damit nur sagen, glaube ich. Der hat nicht gesagt, dass es nicht möglich ist. Weniger, da gibt es auch diese ganzen Konzepte der Zirbeldrüse und so weiter, dass das unsere Connection ist zu dem Übergeordneten. Dass alles schon passiert ist, dass Zeit parallel existiert und nicht chronologisch ein Anfang und ein Ende hat. So gesehen passiert alles gleichzeitig und jeder hat einen Zugang zu der absoluten Wahrheit, zu allen Informationen, die existieren. Das glaube ich. Physiker sagen da immer, dass die Materie, wie sie kennen, den Menschen wollen sie in der Raumzeit. Da ist Raumfahrt nicht möglich, weil du viel zu lange bräuchtest, bis du irgendwo angekommen wärst. Aber Zeitreisen sind insofern möglich, wenn du dich von Raum und Zeit, also von unserer Materie, trennst. Das ist, wenn du stirbst. Das ist eine Zeitreise. Genau das wollte ich auch sagen. Dann gehst du in die andere Welt rein, weißt du? Und da gibt es keine Zeit. Außerhalb dieser materialistischen Welt. Ich bin überzeugt davon, dass es noch eine andere Welt gibt. Ich bin überzeugt davon, dass es auch, wenn die materielle Welt für dich zu Ende ist, weil deine Materie, dein Körper quasi nicht mehr stark genug ist, um hier zu überleben, beziehungsweise einfach abgenutzt wurde und es Zeit ist, für ihn zu gehen, geht's weiter. Also ich glaube daran, dass es eine Welt gibt, die man nicht sehen und anfassen kann. Und ich glaube auch daran, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist. Und ich glaube halt, dass in dieser Welt keine Zeit existiert. Woher ist denn der Mensch eigentlich gekommen? Von wo kommt der denn eigentlich? Ja. Woher kommt denn eigentlich das Leben? Was ist denn überhaupt Bewusstsein? Was ist denn das? Kann ich es empfinden? Was ist denn bewusst? Das können wir nicht. Deswegen, wenn wir jetzt... Ja, Äther könnte man auch sagen. Sagen auch manche, ja. KI bauen, ne? Dann ist das natürlich... KI wird nie das können, was Menschen können, weil KI ist etwas nicht... Nach dem Tod geht genauso viel ab wie vor deinem Leben. Tief. KI kann natürlich sagen, alle Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, was ja die wenigsten Erfahrungen sind, von denen es gibt... Verstehst du? Ja. Daraus kann KI etwas samplen. Mhm. Aber es ist natürlich weit von dem entfernt, was möglich ist, weil das Kreative, das Intuitive kann nicht berechnet werden. Das Leben kann nicht berechnet werden. Das ist so. Ist nämlich unberechenbar. Und wenn die Erfahrung hat noch keiner was erzählen können. Und aber es ist auch gar nicht erstrebenswert. Das heißt... Das ist doch dieser Fehlglaube, den die Leute haben bei dieser ganzen KI-Geschichte und so. Die checken nicht, dass KI begrenzt ist, Digga. So genauso wie unsere Gedanken. Aber wir als Menschen haben halt einen Vorteil. Wir haben einen göttlichen Kern in uns. Wir haben die Möglichkeit, aus der Begrenzung rauszusteigen teilweise. Wir können Dinge empfangen teilweise. Wir können Sachen tun und uns können Sachen widerfahren, die übermenschlich sind. Das kann einer KI nicht widerfahren. So, weil die ist begrenzt. Die hat keine Seele. Du hast doch nicht den Anspruch, wenn du ins Kino gehst, dass du den Film der Filme siehst. Verstehst du, alle wollen wir ins Studio gehen, das Album der Alben machen. Aber es kann sein, dass 30 Jahre später diese Musik, die mal das Album der Alben waren, keinem mehr was sagt. Stellen wir uns mal vor. Das ist so, also die sagen ja auch, dass dann die KI irgendwann Mucke macht, die wir dann hören, Bücher schreibt, die wir uns durchlesen und so. Und das sind halt alles Sachen, wo die Menschen dann irgendwann merken werden, dass da keine Seele drin ist. Wir können das spüren, ob in etwas eine Seele drin ist. Guck dir mal die Musik, die wir heutzutage hören. Die wird ja schon gemacht von teils seelenlosen Menschen so oder die Menschen, die keinen Zugang mehr zu ihrer Seele haben oder die Mucke so machen, als ob sie keinen Zugang zu ihrer Seele haben. Einfach nur Plastikmusik so. Und das spüren wir. Deswegen ist
gehen ja auch viele Musikrichtungen gerade im Arsch, weil wir nichts mehr fühlen dabei, weil da kein Herz mehr drin steckt, keine Seele. Es ist einfach nur, um Geld zu machen, weißt du? Und wenn KI irgendwann Mucke macht oder Bücher schreibt oder was auch immer, dann werden wir auch fühlen, die Menschen, die auf jeden Fall noch einen Zugang zu ihrem Gefühl haben, werden fühlen, dass da keine Seele drin steckt und das wird denen nichts geben. Das Album der Alben, was sie haben, ziemlich abverkauft war, war ja Thriller. Wäre es vorstellbar, dass in 350... Ich fand mal das Krasseste, was du gesagt hast, hat sich so eingetrichtert. Da hast du gesagt, bei vielen Menschen ist es so, wenn sie das komplett sich analysiert haben oder die Gesellschaft, sind die oft so traumatisiert oder auch durch Drogen oder halt durch diese Eindrücke, so dass sie sich gar nicht mehr so mitteilen können. Also wenn sie die Erfahrung haben, können die das oft gar nicht mehr klar erklären. Das hattest du gesagt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, die Frage, die man natürlich jetzt als User stellen könnte, ist, warum was hat das mit der jetzigen Welt zu tun? Stellt euch mal Folgendes vor. Die Zankkähne in der Politik, wenn wir die an einen Tisch bekommen würden und die würden sich auf diesem Level darüber unterhalten, käme die Frage am Ende, was wollen wir denn eigentlich? Genau. Und das heißt, wir würden reden. Und das wäre entscheidend. Wir würden reden und uns nicht mit Waffen bedrohen, weil wenn man sich mit Waffen bedroht, dann ist es ein komisches Argument. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn das Politiker, die uns ja angeblich führen, nicht können, dann müssen wir, für die sie stellvertretend ja handeln, dann müssen wir das selbst machen. Weil ich glaube, wenn wir hier sprechen... Ist so, Digga, ich würde niemals... Das ist richtig. Auch bei dem Talk, den wir vorhin hatten mit dem Konstantin so. Ich würde niemals jemandem folgen, der nicht mindestens auch dieses Wissen hat oder wo ich das wenigstens fühle, dass er so weit auf dieser Ebene ist. So, weil das ist für mich dann kein richtiger Mensch. Der ist noch weit weg und getrennt von der Wahrheit. Und dann vertraue ich dem doch nicht. Dann will ich den doch nicht über mich regieren lassen, wenn ich das Gefühl habe, dass er voll wenig mit dem Menschsein zu tun hat. So. Ich will doch nicht jemanden regieren lassen, der für meine Begriffe gar kein richtiger Mensch ist. So. Dann sind am Ende so viele Fragen übrig, dass das eigentliche Programm beginnt, wenn wir alle gleich nach Hause gehen. Das ist voll gut gesagt. Verstehst du? Dann rattert es in deinem Kopf, sagt, interessant, jetzt Perspektive, jetzt kommst du auf neue Ideen. Und das ist was Positives. Ja. Und diese neuen Ideen sind nicht zerstörerisch, weil du sagst jetzt nicht, wer weg muss. Ja. Frau so und so muss weg sein. Ja. Interessant, du fängst an, kreativ an einer Welt zu arbeiten, in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deinem so, statt sich überlegen, wenn die Grünen jetzt abgewählt werden, wer wird das den Job dann? Wer ist der bessere Außenminister? Das ist gar nicht dein Problem. Scheiß auch drauf. Verstehst du? So, das ist auch was. Aber es ist erheblich, wenn du in Aldi reingehst, wo sie jetzt die Milch hingestellt haben. Darum geht es doch nicht im Leben. Das machst du, aber dein Leben machst du davon abhängig. Und wenn das ist doch das, was ich meine. Jetzt aber auf dem Level, auf dem wir jetzt sind, das ist das gute alte Lagerfeuer. Da kommen die Leute am Ende dazu, dass sie am Ende sitzen sie ums Lagerfeuer rum, nachdem sie lange miteinander geredet haben und die letzte Stunde schweigen sie. Das ist die geilste. Genau, stimmt. So, weil dann erlebt man Gemeinschaft. Und das ist genau der Punkt. Wir reden gerne, wir sind Menschheitsfamilie, wir sind, egal welche Kultur wir haben, wir sind alle in derselben Raumzeit. Das ist aber nicht gefangen, ist eine Chance. Und wir können aus dieser Raumzeit nicht raus. Wir können das, was ist, nicht ändern. Wir können nur uns ändern. Wir glauben aber, wir müssen das Umfeld ändern, damit sich etwas ändert. Wir müssen uns ändern, weil wir sind das Umfeld. Das ist halt voll deep, aber das ist das, was ich auch versucht habe zu erklären vorhin in unserem Talk. Unsere Welt, unsere Umwelt ist das Produkt unserer Haltung, unserer Gedanken. Weißt du, welche Frage dann aber dann aufkommt? Ich frage mich dann jetzt bei deinem Konzept jetzt gerade, dass wir irgendwo, ist da ein kleiner Widerspruch vielleicht da? Weil wenn du jetzt diese Politiker an einen Tisch setzen würdest, auf Lagerfeuermodus, so wie du das vorhin gerade angesprochen hast, aber du sagst doch immer, dass du diese Reise hier gebucht hast. Das heißt, die haben die Reise doch auch gebucht. Ja. Das heißt, wie kannst du die von deren Reise überhaupt abbringen? Ich weiß nicht, ob ich sie von ihrer Reise abbringen kann, aber ich glaube, der Mensch, am Ende des Tages wollen alle Menschen lieb gehabt werden. Eine Strack-Zimmermann, wie du sie kennst, die ist doch nicht so, wie sie jetzt ist, auf die Welt gekommen. Da ist doch eine Rechnung offen. Verstehst du, was ich meine? In dem Moment, wo ich aber über sie urteile, dass das da zu spät ist, dass die ja böse ist, beurteile ich das schon. Ich gehe so weit zurück, wo sie nicht die Strack-Zimmermann war. Ja. Das kannst du dann auch natürlich auf schlimmere Leute dann auch übertragen. Ja. Das ist das Prinzip Jesus. Aber es sonst gibt doch Leute, ich unterbreche. Es gibt doch auch ganz viele. Also, das ist crazy talk, Bro.
Sehr crazy talk. Dass es Leute gibt, die sich über die negativen Vibes definieren. Diese Psychopathen. Also es ist genau umgekehrt. Ich weiß, wo du bist. So sollte es sein. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja Wunschdenken. Also ich glaube auch. Und die sind auch super cool damit. Die werden 100 Jahre alt. Ja, klar. Das ist, darüber können wir nochmal gesondert diskutieren. Aber auch einfach akzeptieren, was ist, und das nicht zu deinem Spiel machen. Mhm. Aber es ist natürlich ein idealer Aufhänger, warum du das Konzept von der totalen Liebe im Moment nicht machen kannst, weil es gibt ja immer ein paar Psychopathen, die es ja immer geben wird. Mhm. Also, aber. Das ist es nämlich. Man orientiert sich dann an der Exception to the Rule. Ja, es gibt ein paar wenige böse Menschen, deswegen bringt es ja nichts, selber nicht böse zu sein. Das ist halt nicht der Film, weißt du? Und die Frage ist auch, wenn sich alles in die bessere Richtung verändert, ob es nicht auch automatisch das Böse sich minimiert, kleiner wird, weißt du? Du kannst sie nicht verhindern, weil wenn du etwas nicht verhindern kannst, dann musst du... Ich glaube, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dann kann man das Böse wirklich auf ein ganz krasses Minimum reduzieren. Und dazu musst du halt das Böse in dir erstmal auf ein Minimum reduzieren. So. Und wenn das mehr Menschen tun, dann hat das weniger Raum quasi zu wirken. Damit umzugehen und damit zu leben. Die Frage ist, wie du das machst. Okay? Die Psychopathen sind das Gift in der Quelle. Und wenn du jetzt in den Feindmodus schaltest, dann brauchst du den Psychopathen, weil das, was dich am Psychopathen so aufregt, ist möglicherweise der Psychopath in dir. Weil um so etwas überhaupt erkennen zu können, also musst du in Resonanz mit dem treten. Es ist ein zweites Gesetz. Das ist interessant. Das Resonanzgesetz bedeutet, dass du eine Antenne für das Böse haben musst, sonst könntest du es gar nicht empfangen. Also, ja, wir haben alle Böses in uns, klar. Du in den Spiegel. Ja. Du guckst immer in den Spiegel. Ja. In jeder Beziehung. Hast das du mal gesagt, B, war? Du guckst, wenn den Teufel du guckst, sehen willst, guck wenn du das Böse in der Welt sehen willst, guck in den Spiegel. Hat B damals schon gesagt? Das ist einfach war so. War Leitspruch damals, kann ich mich erinnern, vor 15 Jahren. Ja, ich habe das gerappt auf sieben Siegel Apokalypse. Das ist richtig, ja. Und ich glaube einfach, erst muss sauber gemacht werden, aufgeräumt werden. Und dann, weißt du, das Problem ist immer, jede Regierung... Und die Macht übernimmt den Charakter der Vorgänger. Die wird genauso. Aber gibst du der Regierung damit nicht vielleicht ein bisschen mehr Macht, als sie hat? Nein, die Regierung braucht etwas Wesentliches. Leute, die sich regieren lassen. Dankeschön, Bro. Den Ken hätte ich gerne vorhin im Talk dabei gehabt. Die man erklärt hat, dass sie regiert werden müssen, weil sie es allein nicht können. Niemand muss mir sagen. Weißt du, es gibt Dinge... Die sind. Aber über welche Regierung redest du? Wer ist die Regierung? Es gibt Dinge, die sind nicht freiwillig. Ja. Und trotzdem ohne Zwang. Nicht freiwillig, aber trotzdem ohne Zwang. Ja. Ja, okay, klar. Atmen. Ja. Ich mache Atmen nicht freiwillig. Richtig. Aber auch kein Zwang. Ja. Das ist eine Metapher. Könnten wir nicht so eine Regierung haben? Die atmen. Alles ist möglich, nicht würde Kayvan sagen. Digga, ich glaube aber, Kayvan hat. Ich glaube, Kayvan hat jetzt auch hier beim Talk, glaube ich, nochmal einen guten Einfluss auf Belasch gehabt, um ehrlich zu sein. Freiwillig und auch die Uni sagen, wie sähe das denn aus? Lass uns mal darüber reden. Wir sind ja irgendwie eine Menschheitsfamilie, aber haben alle einen Onkel, der die ganze Familie missbraucht und fickt. Wenn du das jetzt mal auf die Regierung überträgst, ja, jemand muss das doch machen. Jemand muss dir doch sagen, dass du jetzt einatmest. Das muss offensichtlich nicht sein. Das, die größte Metapher trägst du in dir, nämlich atmen. Du musst, dich zwingt niemand dazu. Und du machst es aber auch nicht freiwillig. Was ist denn das dazwischen? Mhm. Und das könnte man nicht so, also wer hat denn jetzt da Macht? Bist du mächtig? Und was ist denn das? Da gibt es kein Wort dafür. Du bemerkst es gar nicht, du akzeptierst es und da sagst du, und wenn du, der Atem ist in jeder Meditation ganz wichtig, wie du ein- und aus. Das kann auch dein Leben schon verändern, die Atmung, wenn du durch den Tag mal auf deine Atmung achtest. Ne? Wir atmen so Schnappatmung und so hektisch und so. Ich merke das auch. Seitdem ich habe endlich wieder eine vernünftige Meditation gefunden für abends, so, ne? Und es ist so krass, was das verändert, Alter. Wenn ich nur diese tiefen Atemzüge mache und durch diese Meditation durchgehe, dann verändert sich mein ganzer Tag am nächsten Tag. Das ist so powerful, viel weniger hektisch geladen, viel weniger in der Nervosität und in dem sich Gedanken darüber machen, was eventuell morgen ist und so, viel mehr im Vertrauen drin. Größtenteils an der Atmung. Tief durchatmen mal einfach, wenn irgendwelche Vibes hochkommen oder Ängste oder so, atme mal einfach einmal tief durch. Dann wird sich schon einiges verändern, ja. Könnte man nicht Macht ein- und ausatmen? Hm. Ist das nicht, wenn die Macht, die Macht, die eine Regierung wäre, wie der menschliche Atem, das wäre doch akzeptabel, oder?
Und wie sollen wir das machen? Ja, das ist eine gute Frage. Man denkt immer so halt, die da oben sind, wenn da wir in irgendeiner Gang, wo Kopf am deiner Tagesordnung sind, wenn du da mit bist, kannst du kein Pazifist sein. Ich denke mal, wenn du da oben angelangt bist, hast du schon dich irgendwie besudelt, sonst wärst du da nicht angekommen. Ja, der Weg dorthin. Primitiv gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt, ich glaube, es gibt so verschiedene Frequenzbereiche. So, und wenn du eintappst, dann musst du damit cool sein, weil ansonsten wird es dich innerlich kaputt machen. Mhm. Wenn du als jemand, der auf einem positiven Pfad unterwegs ist, aber auf der negativen frequenziellen Seite landest, dann wirst du davon vernichtet. Genau. Und ich glaube, andersrum geht es auch nicht. Ich glaube, diese ganzen super negativen Motherfuckers, die kriegst du nicht positiv. Ja. Nicht mehr im Leben. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Nee. Man sollte niemals einen Menschen aufgeben. Alles ist möglich. Du nicht. Ich meine nicht du als Person, sondern Mann generell. Da bist du zum Scheitern verurteilt, wenn du das alleine nur probierst. Die sind sehr glücklich mit ihrem Pfad und sie erfüllen gerade ihre Aufgabe. Deswegen werden sie 95 Jahre alt, kriegen keinen Krebs. Vielleicht von Gott irgendwann auf den richtigen Weg geleitet. So als Mensch manchmal schwierig, auf jeden Fall gebe ich ihm recht, aber man sollte niemals einen Menschen aufgeben. Erstens und zweitens, Gottes Wege sind unergründlich. So. Der kann Menschen auf einmal zu guten Menschen machen, wo keiner mehr eine Hoffnung gesehen hat. So. Weißt du, deswegen niemals Menschen aufgeben. Für sich ein erfülltes Leben. Finde ich so krass. Es wäre aber nicht mein Weg. Es ist nicht der Weg desjenigen, aber sein Weg ist auch nicht meiner. Ja, es kommt darauf an, wo du eintappst. Damit musst du zu 100% konform sein, weil sonst wirst du innerlich merken, dass dein Inneres sich dagegen wehren wird, und zwar auf jegliche Art und Weise. Aber in diese Situation werden wir immer wieder reinkommen auch. Und in diese Situation werden wir auch bewusst reingeschmissen. Weißt du? Ich glaube, es sind auch Tests, die wir bekommen von Gott, weißt du? Dass wenn du auf einem positiven Film unterwegs bist und krasses Level an Bewusstsein erreicht hast, dass Gott dir dann einen Test schickt und dir negative Menschen vielleicht in dein Leben schickt oder eine Situation in dein Leben schickt, mit der du dann klarkommen musst. So. Ich glaube, das ist halt auch das, wie Gott Menschen zu krassen Menschen macht, indem er sie immer wieder challenged und fordert so und testet, ey, wie bereit ist der dafür? Und dazu werden wir oft in andere Umgebungen reingeschmissen teilweise und müssen dann damit klarkommen und kommen dann halt stärker wieder raus, als wir reingegangen sind. Oder, Chad? Es ist unglaublich schwer zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die aus unserer jetzigen Beurteilung durch absolut böse sind. Das heißt nicht, dass ich sie, dass ich das ungeschehen mache oder sage, ich damit kann ich leben. Das geht nicht gar nicht, dass ich damit leben kann. Ich muss damit leben. Es hat keinen Sinn, gegen etwas zu sein, was ist. Gegen was deine Natur vor allem. Ja, was ist? Es ist, also es gibt die Todeszone am Nanga Parbat. Das ist einfach so. Und es gibt Menschen, die sind aus unserer Beurteilung böse. Das ist einfach so. Was soll dir das sagen? Das ist vielleicht ein Pol, den du brauchst, damit du es nicht bist. Verstehst du? Sie sind die Entgegen. Ja, es ist die Dualität. Es ist das, was du nicht sein möchtest und so. Glaube ich auch dran, Digga. Fühle ich auch komplett, weißt du? Aber trotzdem glaube ich daran, dass man niemals einen Menschen aufgeben sollte. Wirklich jetzt. Oder glaubt ihr, es gibt Menschen, die man einfach aufgeben sollte, die sind verloren? Oder glaubt ihr auch, dass Wunder möglich sind? Glaubt ihr auch, dass eine Situation, ein Erlebnis, ein Tag, eine Sekunde, ein Moment einen Menschen komplett verändern kann, Digga. Egal wie böse oder wie gut oder wie was auch immer der ist, so. Gesetzte Seite von dir, ja, du bist die entgegengesetzte Seite von denen. Und das ist das Gesetz der Polarität. So, es muss auch ganz böse Menschen geben, natürlich, damit es Menschen geben können, die das absolut nicht sind. Und genau. Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Also beurteile das nicht. Jemand hat sich das möglicherweise ausgesucht in seinem Karma, wo du sagst, das hat sich doch keiner ausgesucht. Siehst du, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du in einem Wertesystem... Wenn Menschen dir selber nicht gut tun, muss man sie manchmal aufgeben, auch wenn es weh tut. Mit aufgeben meine ich aber nicht, guck mal, das Ding ist so, du kannst ja sagen, ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben oder ich will mich mit diesen Menschen nicht mehr umgeben. Mit aufgeben meine ich zu sagen, Digga, wenn ich mit einem Menschen nichts mehr zu tun haben möchte, heißt es ja noch nicht, dass der Mensch für immer verloren ist. So. Das ist vielleicht deine Perspektive auf den Menschen, weil du sagst, Digga, mit dem will ich mich nicht umgeben, der ist verloren, der ist lost, der ist ein schlechter Mensch. Aber du kannst ja auch einfach dich von Menschen trennen und trotzdem sagen, ich wünsche dem das Beste und es kann ja möglich sein, dass dieser Mensch sich irgendwann vielleicht verändert, Digga. Weißt du? Du gibst ihn ja nicht auf. Aufgeben heißt für mich so, halt zu sagen, der ist so jetzt und der wird für immer so bleiben und deswegen, der ist verloren. Für immer. An sowas glaube ich halt nicht, weil Wunder passieren. Was ja gemacht wurde von Menschen, gefangen bist, du bist nicht frei. Du bist gar nicht frei. Aber da kann ja jeder, erstens kann nicht jeder, sondern
der Mensch hat auch eine Aufgabe, seine Aufgabe. Und wer ihm die jetzt gegeben hat, und ist das gerecht und ist das demokratisch entschieden und hat Gott gewürfelt und wieso muss er, verstehst du, wieso ist der eine auf der Seite des Zauns? Das weiß ich nicht. Na, du hast es doch beantwortet. Du hast die Erfahrung gebucht. Du hast die gebucht und vielleicht warst du früher der Täter und jetzt bist du das Opfer. Das weiß ich nicht. Passiert auch, ja. Das soll überhaupt nicht entschuldigen. Wenn du das jetzt überträgst auf politische Konflikte. Das sind halt alles Sachen, die wir uns nicht verstehen, die wir nicht verstehen, ja. Das soll gar nichts entschuldigen. Das soll auch nicht so heißen, dass du dich überall raushalten. Das soll das auch nicht heißen. Das soll nicht heißen, ach, ich lasse es einfach laufen. Ich bin nicht. Aber das hat eine ganz andere Perspektive, und zwar eine Perspektive, die du nicht persönlich nimmst. Die Menschen machen all diese Dinge zu ihrem persönlichen Kriegsschauplatz, damit sie einen Grund haben, sagen, gerechtfertigt draufzuschlagen. Und dieses Konzept hat uns in die Welt geführt, in der wir sind, die geht jetzt schon ziemlich lange so, dass wir alle mit den Vorgängern noch eine Rechnung offen haben. Ja. Und dabei verderben wir. Perfekt. Schauen wir mal, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall reicht es an der Stelle. Ich liebe euch. Schreibt mir bitte gerne eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Sehr stabiles Interview. Sehr anregend auch für den Mind, für die Seele. Einfach tut gut, Menschen zuzuhören, wie sie philosophieren über das Leben. Und deswegen, ja, ich feiere auf jeden Fall. Originalvideo natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Schreibt eure Gedanken dazu auch unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Fellas and Girls natürlich. Bis dahin. Peace out. Gang.